Niveau der Meisterschaften beachtlich für jeden eine wichtige Standortbestimmung vor den deutschen Meisterschaften, die ja in 4 Wochen in Hamburg stattfinden. Hoher Favorit im Diskuswurf der Ex-Weltrekordler Wolfgang Schmidt von der LG VfB Kickers Stuttgart. Er hatte Gegenwind, das war günstig und bereits im 3. Wurf platzte der Knoten. 67,28 Meter Landesmeister mit einer hochkarätigen Leistung. Auch im Kugelstoßen sahen viele Wolfgang Schmidt schon als Meister. Ein exzellenter Techniker, immer gut für 20 Meter, im Vorjahr 20,13 Meter. 19,28 Meter dann der weiteste Stoß und das reichte nicht. Kalman Konya von Salamander Kornwestheim, ein 27-jähriger Student, steigerte sich nach 5 Wochen Verletzungspause mit dem letzten Stoß auf 19,93 Meter und gab Schmidt überraschend das Nachsehen.